Weiter geht's hier mit Dürksen Photography auf Abenteuerreise in Spanien. Und ihr seht hinter mir eine ganz schöne Tiefenebene. Da haben wir die Straße, die ist nicht so schön. Das macht aber nichts. Wir fotografieren jetzt immer noch das 35mm Objektiv drauf, eigentlich zu weitwinklig. Weil ich will die Straße eigentlich nicht mit drauf haben. Ich muss also ein bisschen die Kamera nach oben halten. Zum Beispiel so. Wir machen einfach ein paar Landschaftsaufnahmen. Ich finde, dieser ganze Hintergrund sieht so cool aus. Und noch ist die Sonne da. Die Sonne gibt schöne Schattenspiele in der Ferne. Leider kann ich... Leider habe ich die Straße mit drauf oder wenn ich die Kamera hochnehme. Ich mache einfach mal zack, 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 zack. Und das war es schon. Mehr reicht es. Mehr Bilder muss man gar nicht machen. So, können wir auch nochmal fotografieren. Aber eigentlich, das war es schon. Fotografie muss gar nicht lange dauern und man muss nicht viel machen und es muss auch nicht kompliziert sein. Manchmal reicht es, wenn man Licht hat und ein Motiv. In diesem Falle ist das Motiv hier die Landschaft in Spanien. Und ich habe das Glück, dass das Licht hier immer cool ist. Also Fotos gehen hier super easy. Empfehle ich dir mal, anstatt in ein Objektiv zu investieren, investiere mal in einen Abenteuerurlaub, zum Beispiel nach Spanien oder Italien oder Griechenland. Du wirst so viele coole Bilder daraus bekommen, dass du die nutzen kannst für deinen zukünftigen Erfolg. Das war's.